Hallo, willkommen zurück bei der Last of Us. Nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Wie ihr sehen könnt, hat es nicht optimal gespeichert. Also gut, es waren jetzt nur diese paar Sekunden, die ich jetzt nachholen muss, aber ist ja nicht schlimm. Hier liegt was drinne. Ah, falls ihr dieses Video sehen solltet, ich habe das separat dieses Mal auf dem Stick gemacht und dann auf dem PC gezogen und dann von dort aus hochgeladen. Von daher sollte die Qualität jetzt wesentlich besser aussehen. Mal sehen, wie wir Also hinkommen. sollte jetzt eine Auflösung haben von 4K. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Sehr gut. Du wärst stolz. Bin ich auch. Schade, dass er in Teil 2 nicht so putzig ist. Der zweite Teil ist eh scheiße. Mein TV ist besser. Ach, so eine Rotzmühle. Ja, das ist sogar gar noch ein Wie war Bildröhrenfernseher. es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Das war eben ziemlich heftig, ha? Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint euch gut zu verstehen. Tja, und jetzt? Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Tust du das? Du bleibst mal schön weg, mein Freund. Hier gibt's auf jeden Fall ein Safe. Das weiß ich noch von früher. Ich habe damals, glaube ich, den Code gar nicht gefunden. Die Kombination. Also dieses Mal lasse ich mir Zeit und suche danach. Nein, kein Code. Na, das war keine gute Idee, oder? Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, sie läuft. Ja. Ah, hier war noch ein Keller, glaube ich. Oder warte mal, was ist hier hinten vorne? Sehr gut.
Hier gibt es anscheinend auch Hunde im Hintergrund. Hört man das ganz gut? Ach, Ellie. Da gibt es nichts. Elli, ich muss vorbei. Hallo? Elli! Elli! Ja, willst du mich ärgern? Elli! Interessante Botschaften. Schieß es sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Die hätten doch was anpflanzen können. Es geht sogar in der Wohnung. Das finde ich eigentlich bei jeder Zombie-Serie, Zombie-Game, total unrealistisch. Also Nahrung dürfte eigentlich nie das Problem sein. Ja. Das fand ich auch immer bei The Walking Dead immer ziemlich unrealistisch. Dass sie ja auch teilweise Hunde gegessen haben oder Ratten oder sonst was gegessen haben. Vor allem der Bogenschütze, also Daryl, genau. Hätte ja auch was anpflanzen können. Beziehungsweise, man findet eigentlich draußen in der Natur immer was Essbares. Ich meine, die haben da bestimmt auch Gärtenanlagen oder so. Ja, Leute, ich lass mir Zeit. Ich durchsuche alles schön. Wenn ihr es nicht sehen wollt, könnt ihr ja ein Stück weit aufspulen. Oh, Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Ob ich schieße? Ach, die tun bestimmt keinem was. Ja, stimmt. Ich habe ja Werkzeugkasten 3. Ah, sehr gut. Können wir jetzt mal ein bisschen... Schaden. Toll, da brauchen wir noch eine Stufe höher. Ach, das kotzt mich schon wieder an. Ja, die können wir gleich mal verbessern.
Reichweite, sehr gut. Ach, den Rest hebe ich mir am besten auf. So geht es doch. Tu mal den Mikrofonlautstärke etwas umstellen. So ist das Rauschen auch ein bisschen leiser. Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Hätte ich von Anfang an mal machen sollen, das etwas umzustellen, ich Depp. Niemals. Ja, warte, was stimmt, willst du? Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Doch. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Nach ein paar Jahren denken sie sich auch, viele Kinder, ja. Maskenfreie Zone, einkaufen ohne Maske, ohne Impfung, Freiheit. Ich glaube, die Kids später, die werden das alles gar nicht kennen. Eine Zeit ohne Corona. Ein freies Deutschland. Vaters Notiz. Auf jeden Fall kein Code, so ist es unwichtig. Ich dachte, etwas zu sagen. Was machst du? Ja, ich gehe vorne raus. Nicht gut aus für mich.
Ey, das könnte doch der Code eigentlich sogar sein. Kann man das irgendwie anklicken? Ellie, du bist wie immer im Weg. Ach Mann. Ah, jetzt spielen sie Dart, glaube ich. War das früher? Ich glaube, das sollen eher die Beatles darstellen. Darstellen. Hat sonst noch jemand Hunger? Ja. Hey, Leute. Wir machen am Funkturm Pause. Okay. Ich hab so eine Szene, da hat er die Tat gespielt, oder? Solche Erinnerung. Sagt ja vielleicht was. Ellie. Leute. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Okay. Nur ein Okay, kein Danke. Überlebende Notiz, bestimmt wieder unwichtig. Ist nur ein Vollidiot. Klettern geht nicht. Ach, es geht das da. Den Namen haben wir doch schon mal gelesen, oder? Genau hier. So easy? Hä, ich hab die Code damals aber hier nicht gefunden, ne? Ein Pfeil. Wahnsinn.
Ein sehr alter Rechner. Hey, guck mal hier. Was ist das? Ah. Hey Sam. Sag ich doch, dass sie bei Dart spielen. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Mal sehen, wer gewinnt. Nur werfen? Ja. Eigentlich müsstest du dreimal werfen. Ein Naturtalent. Glück? Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Ich will ja wie. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Wie hat er den geworfen? Er hatte, glaube ich, eine 13. Na, er hat 28 und sie. Was ist das? 7? 18, ja, klar, er hat gewonnen. Hast du was zu sagen? Nee, er hat nichts zu sagen. Wo war der Safe? Huh. Ja, besser als nix. Verfickte Scheiße, ich wollte dahin, wo die Hunde eben waren. Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein. Bevor es losgeht. Ach, nein. Für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuwiesen. Da, wo die Hunde waren. Okay. Da hinten lag vielleicht irgendwas. Vorsichtig. Komme ich hier nicht wieder hoch? Könnt da oben lang oder auch da lang. Wie viele Schüsse hat er immer? Ich sehe. Haha, eben nicht. Was? Von dort hätte er niemals driften können, er war eine Wand dazwischen. Ach ja, komm. Vielleicht könnte ich doch da oben lang. Eine Rauchbombe. Ich hab das noch nie ausprobiert. Ich hab das nie benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut ist, der Schein. Ich sehe euch! So knapp. Oh! Was ist das denn?
Och nein. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ja, toll, ey. Was? Niemals! Warum ist er denn auf einmal so gut? Das kann doch gar nicht sein! Ob ich eine Rauchbombe jetzt hier schmeiß? Was habt ihr hier zu tun? Oh, der ist gut, der Typ. Der ist richtig gut sogar. Ich weiß, wo ihr seid. Der hat mich durch Fenster erwischt, der Arsch. Das gibt's doch nicht. Das ist ja richtig assi. Da trifft er mich selbst von dort. Oh, Alter! Oh nein, der kann mich auch von hier treffen. Das muss ich nochmal von vorne machen. Ja Leute, tut mir leid, das muss ich nochmal von vorne machen. Ich habe so viel Munition verschwendet, weil ich übelst Angst habe, dass der Sniper mich erwischt. Bleib doch einfach mal cool, Mann.
Und er lebt immer noch, ja toll! Genauso viel Munition verschwendet wie eben, kann das sein? Oh, ich hätte mich ranschleichen sollen, aber ich habe Angst wegen dem Sniper, weil der hat mich ja da eben von dort auch erwischt, glaube ich. Es war der Sniper, der mich eben erwischt hatte. Von hier aus sieht er mich nicht, wegen den Bäumen, glaube ich. Wo ist das übel? Ich habe richtig Angst. Der Typ, der macht mir richtig Angst sogar. Der hat mich von dort eben erwischt. Wo war denn der Sniper nochmal? Ja, versteckt euch da drin. Vielleicht. Ja. Ich habe halt Angst vor dir, du Arsch. Der ist da, der Sniper. Ah, so kann er mich nicht erwischen. Lag da vielleicht irgendwas? Aha. Oh, geh runter, du... Oh. Och nein, wie soll ich denn da zum nächsten Auto kommen? Das schafft er doch niemals. Kommt raus, ich werde euch nichts tun. Ehrenwort. Ich kann euch immer noch... Oh, alter Schwede! Oh, Mann! Ich hätte da hinten lang laufen sollen. Ja. Ich will auf die andere Seite, definitiv. Da liegt 100 Pro was da drin. Ne? Steht nämlich auch SOS drauf. Das ist ja gar nicht so alt. Das Auto wird euch nicht schützen. Weint ihr hinter dem Auto? Ja. So ähnlich? Ich sehe euch. Da oben was liegt. Von dort kann er mich nicht treffen, oder? Ah, ich hätte auf jeden Fall vorhin hier lang laufen sollen. Das machen wir nochmal von vorne. Leute, tut mir leid, das müssen wir von vorne machen. Ich brauche die Munition zum Schluss. Ach toll! Och Mann! Was habt ihr hier zu tun? Puh. Das Auto wird euch nicht flüchten. Warte mal, ihr waren doch damals auch Gegner. Oder haben mich sogar die Hunde angegriffen? Sag ich doch, dass hier was war. Achtung!
hier. Das war wohl nix. Oh nein! So ein Scheiß, Alter! Immer einer auf die Fresse! Das machen wir von vorne. Oh Mann, ey! Und dann wieder darüber laufen. Oh Mann, ey! Wein dir hinter dem Auto? Ey, das könnt ihr abparken. Ich lass das doch lieber. Ich lasse das doch lieber. Ich gehe nicht. Ich probiere mich auf die andere Seite lang zu schleichen. Das Auto wird der Typ ist gut. Sehr. Kommt raus, wo immer ihr seid. Wo kann ich? Kann ich darüber klettern? Ah, da seid ihr. Boah! Der Typ ist so gut, ey! Der klettert, kann der da rüber klettern, der Typ? Wo wollen wir denn hin? Das Auto wird euch nichts in dieses Gebäude reinkommen kann. Kann ich den von hier nicht sogar abwischen? Da sind auf jeden Fall Gegner auf der Seite. Jetzt lauf! Lauf, Horst, lauf! Ob ich jetzt... Oh nein! Hab ich alle erwischt? Nein! Einen habe ich nicht getroffen! So ein Mist, ey! Zwei habe ich nicht getroffen! Scheiße. Hat der? Den schnapp ich mir, den schlag ich tot, ey. Oh nein! Gott. Den hau ich. Oh, komm schon. Komm. Oh mein Gott, ich bin so ein Amateur. Warum ist es auf einmal auch so schwer, das Spiel? Der Typ macht mich aber auch da draußen nervös. Oh Mann! Ich habe immer Angst, dass hier ein Fenster ist, wo der reinschießen kann, der Penner. Aber hier liegt ja nicht mal was. Ich hätte mir das verkneifen sollen, hier lang zu laufen, ganz ehrlich. Vor 4 Minuten zuletzt gespeichert, na toll. Warum wollte ich ja unbedingt hier rein? Hier liegt gar nichts. Was für ein Flop schon wieder.
Das ist so eine Verarsche, ganz ehrlich. Ja, wow. Ach, halt's Maul, du kleiner Stricher, ey. Wenn ich vor dir stehe, bist du ruhig. Gegner. Oder? Ich weiß, wo ihr seid. Warte mal. Wo bin ich denn jetzt vom Winkel? Der kann mich von dort nicht treffen, glaube ich, hoffe ich. Warte mal. Nee, von dort trifft er mich nicht. Noch mal gut. Das ist so scheiße, ey. Ich habe keine Chance. Die Rauchbomben, die hätte ich vielleicht besser einsetzen sollen, aber ich weiß nicht so richtig, wie das geht. Ich höre Gegner, ich höre Gegner, ich weiß nicht, was ich machen soll. Geh rein, geh ins Gebäude und schütz dich. Und? Nichts, irgendwas gesehen? Vito, suchen wir weiter. Ich würde mich mit dir anschauen. Oh mein Gott, ey. Wo seid ihr, ihr verdammten Feiglinge? Kommen die auch mal? Sind die hochgegangen? Wo wollt ihr denn hin? Vor 7 Minuten seid gespalten, na toll. Och nee. Und ich hab keine Dings mehr. Warten, bis die weglaufen, oder was soll ich machen? Das sind zu viele. Ein paar von denen muss ich erledigen. Ich brauche einen sicheren Treffer, er muss stehen bleiben. Einer von denen muss stehen bleiben. Ich werde euch nicht tun! Das Fenster. Ich treffe von dort nicht. Ich kann
Kann ich denn hier nicht rüberklettern? Ich muss hier rüber. Ob die mich sehen, wenn ich dann rausgehe? Ich weiß, wo ihr seid. Das Fenster komme ich gar nicht rein. Geht die Tür auf vielleicht? Schnappt sie, Jungs. Die sehen mich auf jeden Fall nicht. Warte mal. Nein, warum gehen die jetzt auf einmal hier hin? Versteck dich ruhig! Warum sehe ich den Typ denn nicht? Lauf du weg. Wollt ihr wieder oberschlau sein? Liegt hier irgendwas? Ach. Was gehört? Bevor ich hier reingehe, guck ich erstmal, was da hinten liegt. Oh mein Gott! Und dort niemals. Ach nee, oder? Och man, was für ein Scheißspiel, ganz ehrlich. So ein Scheißspiel, ey. Wait, der war doch vorhin nicht hier, oder? Oder was? Ey. Wie alt ist denn jetzt überhaupt die Übertragung? Ja, so eine Übertragung geht eh. Ich sag ja genau, so eine Übertragung geht ja nur eine Stunde. Ich mache jetzt Schluss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Die schaffen das auf jeden Fall noch.